Medienwerkstatt Linz. Das taugt mir einfach nicht, ja. Nein, das war nicht okay für mich. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber schau, Doris, wir haben uns ausgemacht, wenn irgendwas nicht passt, dann sagen wir uns das, ja. Und heute, das hat einfach nicht passt. Nein, du kannst nicht sagen, was du willst, ja. Nein, aber trotzdem, mir hat das einfach nicht taugt. Warte mal ganz kurz. Was war denn das jetzt? Setzen Sie mich bitte schon mal nieder. Ich hätte eigentlich schon geglaubt, dass du heute frei nimmst. Ja, da hätten wir was miteinander unternehmen können. Aber anscheinend ist dir die Arbeit wichtiger. Na, warum wohl? Na, weil man nicht so leicht Urlaub nehmen kann wie du. Und beim Nachtdienst schon gar nicht. Nein, das geht nicht. Was hättest du geglaubt? Das hat doch keinen Sinn, Doris. Reden wir morgen drüber noch einmal, okay? Ich muss jetzt auflegen. Vierte. Ihre Frau? Wissen Sie, er hat ja öfters wo dagegen gehauen. Gegen die Tier oder auf den Tisch. Oder gegen die Plakatstände von den Grünen. Die hat er nie mehr. Ein paar Mal hat er auch Raufereien gehabt, wenn ihn jemand angestenkert hat. Aber dass er auf einmal auf mich losgeht, das habe ich echt nicht geglaubt. So da. Dann lesen Sie mir das bitte jetzt einmal durch. Da war das Protokoll. Und da müssen Sie es dann unterschreiben. Ich glaube in der Show. Ja, Fräulein Gnadlinger. Ich meine, ich darf das normalerweise nicht. Aber in einer Stunde hätte ich Dienststoß und naja, und ich darf sie gerne auf einen Kaffee einladen. Aha. Betreuung durch einen Polizeipsychologen? Nein, einfach so. Einfach so? Nein, ist. Wissen Sie, ich habe heute Geburtstag. Alles Gute.
Na ja, wieso eigentlich nicht? Ich bin der Harald. Harald? Ja. Dann hol schon mal den Wagen, Harry. Okay, ich komme in einer Stunde wieder. Haben Sie schon mal jemanden geschlagen? Nein, wieso? Ich will nie wieder was mit einem aggressiven Menschen zu tun haben. Nie wieder. Ja, meine Frau. Und? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne Anzeige erstatten. Was ist denn gleich passiert? Ich möchte gerne Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. Kommen Sie mal mit, da müssen wir eine Niederschrift machen. Machen wir ein paar Notizen. Sie sind der Geschädigte. Sozusagen. Ah, sozusagen. Und gegen wen wollen Sie jetzt Anzeige erstatten? Gegen Sie, Herr Revierinspektor Klein. Du bist so süß. Ich weiß eh. Gehen wir noch runter? Rennen wir noch runter. Ja. Was? An was mich das erinnert? An der Zeit als Prinzessin vielleicht. Hab ich dir das vielleicht schon mal erzählt? Na ja, so circa 2-3 Mal. Die Andrea, meine Schwester, war immer die Königin. Und der Nachbarbub? Der Hümmelbauer Florian. Genau, der Florian. Der war der König. War das schön. Und dann haben wir die großen Weinglasen genommen und einen Himbeersaft ausgetrunken. Wir haben genau gewusst, wie alles gehört. Wir, die Erwachsenen. Und? Wer war der Prinz? Du! Du bist mein Prinz! Na dann, Prost! Sag's mir bitte, dass du mich unendlich gern hast. Das sag ich dir öfters. Ich will nicht warten, bis du befördert wirst. Ich will gleich mit dir zusammenziehen. Gegen mich? Ja! Oh, ich hab's noch nie gesehen in meinem Leben. Ich sehe auch nicht. Sieh mich auch nicht! Was soll denn dann passiert sein? Es ist noch gar nichts passiert. Bitte? Noch gar nichts passiert? Sie wollen eine Anzeige erstatten wegen eines Deliktes, das noch gar nicht begangen wurde. Noch nicht. Aha, Sie sind also Hellseher. Sozusagen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es dem Gesetz nach nicht möglich ist, ein Vergehen... Verbrechen. Ein Verbrechen anzuzeigen,
das sich in Zukunft ereignen wird. Sie können allerdings eine Befürchtung, eine Bedrohung äußern und Sie konnten theoretisch auch Personenschutz anfordern, sofern es die Personalsituation zulässt. Allerdings ist es ein bisschen paradox, wenn Sie sich durch mich bedroht fühlen. Sind Sie zu Ihren Kindern auch so belehrend? Wir haben gar keine Kinder. Oh. Gnädige Frau, baden in Milch? Ja. Brauchen Sie noch lange, Frau Klein? Unsere Gäste werden in einer Stunde eintreffen und ich würde mich auch noch gerne frisch machen. Eure Gäste, treuer Gemahl. Es sind eure Gäste. Wie lange wird denn der Feier heute dauern? Ich glaube nicht, dass das recht spät wird heute. Das Teddy müssen ja morgen wieder alle arbeiten. Das wäre mir sehr genehm. Wieso? Ihr dürft euch jetzt entfernen. Du, was hast du eigentlich in den Kalender geschaut? Ich plane unsere Zukunft. Ach so. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sagen Sie es! Was wollen Sie eigentlich? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Warum sind Sie eigentlich noch Revierinspektor? Das geht überhaupt nichts an! Ich kann Ihre Anzeige unmöglich bearbeiten. Wie bitte? Sprechen Sie etwas deutlicher. Ich habe gesagt, ich kann Ihre Anzeige nicht bearbeiten. Warum? Nennen Sie Gründe. Das habe ich Ihnen eh schon gesagt, das mit dem Personenschutz. Und? Weitere Gründe? Und wann zu wahr? Da müsste das ein Kollege machen, weil ich bin ein bisschen befangen. Und wissen Sie was? Wenn Sie kein Anliegen mehr haben, dann verlassen Sie die Polizeistation. Weil ich noch nicht viel zum Tun. Ach so? Viel zu tun? Zu wenig Zeit für einen Menschen? Zu wenig Zeit für ein Gespräch? Das ist mein Platz. Sie haben auch zu wenig Zeit für Ihre Frau. Ich hab da schon lange keine Blumen mehr mitgebracht, gell? Ja, das auch. Du weißt ja eh, wir sparen auf was Größeres. Mhm. Doris, sag mir's, was mache ich denn falsch? Straußblumen mit. Du verstehst mich nicht. Horchens, wir sind eine zufriedene Ehe. Zufrieden? Ja, wir halten zusammen.
So wie wir uns das versprochen haben. Auch in schlechten Zeiten. Natürlich haben wir hier unter Meinungsverschiedenheiten auch. Aber dann... Reden Sie miteinander. Ja, dann reden wir miteinander. Und hier und da streiten sogar miteinander. Wie alle anderen Paare auch auf der Welt. Genau heute vor 7 Jahren haben wir uns kennengelernt. In deinem Raum. Auf deinem Sessel ist gesessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Im Leben passiert alle 7 Jahre eine wesentliche Veränderung. Haben Sie das nicht gewusst? Wer schickt sie eigentlich? Und wie läuft's im Bett? Hier Posten, Revierinspektor Klein, was gibt's? Hier sind deine Kollegen, Harry. Wollten nur mal nachfragen, ob's Geburtstagsgeschenk ist oder was? Bitte um Antwort, Revierinspektor Klein. Ist Geschenk schon anwesend? Ma, das hätte man ja gleich denken können. Ich habe heute Geburtstag. Gratuliere. Na, danke. Wenn man solche Kollegen hat. Bestätige! Eingetroffen! Es Trotteln! Na, Kollege! Guten Abend, ich bin Spaß! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Harald! Happy Birthday to you! Aufstehen, Frühstück ist fertig. Alles Gute zum Geburtstag. Na, was wird denn das sein? Packst du das heute aus? So bin ich und so bleib ich. Was heißt denn das? Stimmt's leicht nicht? Dankeschön. Ich muss schon weg. Einen gemütlichen Tag und einen schönen Nachtdienst. Einen schönen Nachtdienst? Rufst mich an?
Sie haben ja ruhig gut gespielt. Das müssen wir Ihnen lassen. Könnten Sie nun bitte die Anzeige aufnehmen? So, Sie können jetzt aufhören. Es genügt. Vielleicht bin ich ein Geschenk für Sie, Herr Klein. Aber nicht das Ihrer Kollegen. So, jetzt reicht's mir endgültig. Ja? Verlassen Sie bitte den Raum, aber sofort auf der Stelle. Verlassen? Ihre Frau wird Sie verlassen. Meine Frau? Was haben Sie mit meiner Frau? Ha? Sagen Sie es. Ich werde Sie nach Ihrer Scheidung heiraten. Ha! Wir werden Sie nicht selbst haben! Ja. Doch, Sie werden. Wo haben Sie meine Frau kennengelernt? Ich habe Ihre Frau noch gar nicht kennengelernt. Der Hellseher. Sie werden meine Frau erst kennenlernen. Sozusagen. Interessant. Und wo? Na. Doch. So, kommen Sie nach vor. Ja. Sie sind also der Geschädigte. Sozusagen. Komm, komm, wir sind eh schon spät dran.